Hallöchen Freunde und willkommen zu einem neuen Part. Heute spielen wir Pokémon und wir befinden uns im Lavandia-Pokémon-Turm. Wir sind ungefähr in der mittleren Ebene, denn hier gab es so eine Heilplattform. Und wir müssen uns hier unseren Weg durchcatchen bis zu der Spitze des Turmes. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen, während ich nochmal kurz die Lautstärke für mich anpasse. Ist nämlich zu laut. Aber jetzt sollte es alles richtig kalibriert sein. Und hier gibt es auch noch ein richtig geiles Item. Mal schauen, um was es sich dabei handelt. Aber erstmal hier diese Exorzistin noch in den grunden Boden stampfen. Und wo wir gleich dabei sind, das Fenster aufmachen und sie rausschmeißen. Exorzistin Mareike mit Pipi. Oh, das ist ja ein richtiges, furchteinflößendes Pokémon, das du dabei hast. Vielleicht kann ja sogar Sinope hier richtig durchfighten. Das wäre natürlich richtig krass. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich so funktioniert. Würde länger... Und jetzt sowieso nicht mehr. Okay, vergiss es. Das wird definitiv eine Auswechslungsaktion. Die Frage ist nur, zu wem? Wahrscheinlich zum Mond, würde ich mal sagen, oder? Ist Mond noch... Leveltechnisch ist Mond relativ weit hinten. Deswegen kommt der direkt mal hier volle Kanne in den Fight und wird Pipi hoffentlich mit einem einzigen Psystrahl plätten. Das ist der ultimative Traum eines jeden Trainers. Außer von Mareike, weil sie hat definitiv Interessen, die dagegen sprechen. Aber das ist mir jetzt egal. Psystrahl, vielleicht klappt es ja. Vielleicht geht dieser Plan auf. Nein! Und noch ein Gesang. Oh mein Gott, das ist ja super nervig. Das ist ja endlos nervig, kann man fast sogar sagen. Dann benutzen wir doch mal hier direkt den Aufwecker. Wir haben ja nicht umsonst 10 Stück gekauft. Aufwecker, da haben wir ihn. Und zwar für Mond. Das lassen wir uns nicht bieten. Dafür bekommt Pipi jetzt aber richtig einen Psystrahl ins Gesicht gedrückt. Mit der coolen Elvis-Locke, die es da oben auf dem Kopf hat. Psystrahl, los, komm, Baller ist weg. Das sollte eigentlich ausreichen jetzt. Jawohl, sehr schöne Sache. Cool, und sogar Level-Up auch dadurch noch bekommen, sehr schön. Ich bin froh darüber. Und das Item, was wir dadurch bekommen, ist hoffentlich auch richtig episch. Oder totaler Crap. Die beiden Optionen gibt es. Ich glaube, es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist Nugget, gar nicht mal so verkehrt. Kann man verkaufen für ziemlich viel Asche. Und Geld. Also Asche ist ja nur das offizielle Währungsmittel in Bad Lavastadt und Laubwechselfeld. Aber das ist ja nur regional bedingt, die Asche. Aber Geld können wir doch auch ausmachen. Blut? Was? Bist du ein Vampir oder was ist hier eigentlich los? Wir kämpfen hier gegen Vampir Marika. Was ist das denn? Mit Slimog? Das passt fast sogar zu dir, muss ich sagen. Oh, und wir haben gelernt, ich muss mich wieder daran erinnern, Gift ist anfällig auf entweder Boden oder Psycho. Und deswegen werden wir das voll ausnutzen und Mond in den Kampf schicken und dann einen richtig saftigen Psystrahl in das Maul von Slimog ballern. Ich weiß gar nicht, wie Slimog überhaupt seine Nahrung verdauen kann. Er besteht eigentlich nur aus Verdauung. Kann das überhaupt sein? Verdauung ist ja jetzt nicht irgendwie was man anfassen kann oder so. Und Slimer kann man aber anfassen, auch wenn man es nicht möchte, glaube ich. Das ist doch so ein Glibber-Ding. So ein ekelhaftes Glibber-Ding. Oh, jetzt sind wir sogar gezwungen herauszufinden, ob Boden vielleicht auch gut ist. Da bin ich jetzt ja mal sehr gespannt. Ist Boden auch sehr gut? Ist es, aber hat trotzdem gesackt. Was ist hier los? Ach, wahrscheinlich, weil Slimer eine ziemlich gute physische Verteidigung hat und eine crappy Spezialverteidigung. Ich glaube, das ist des Rätsels Lösung. Aber ansonsten ist Boden auch ganz gut. Ja, jetzt ist zwar nicht mehr blockiert, aber jetzt ist mir auch egal. Jede Attacke hat ihn jetzt getötet, sogar Heuler. So, Sinope, sehr schön. Level 27. Und Mond, Wirbelwind, ne, das brauchen wir nicht unbedingt, oder? Ne, brauchen wir nicht. Weg damit, keiner möchte Wirbelwind. Und Porenta, okay, nehmen wir Nereid mit richtig schönen Elektro-Schockerinos. Können wir Porenta hier in Grund und Boden stampfen. Sollte gar kein Problem sein. Oh, du hast sogar 3 Pokémon. Ich dachte, die ganzen Exorzisten-Guys haben hier nur ein Pokémon jeweils. Und zwar Nebulak immer. Aber das ist scheinbar nicht so. Aber du bist ja auch ein Vampir offiziell. Haben die nur vergessen, die Trainerklasse einzuführen. Für einen Charakter hätte sich jetzt nicht gelohnt, extra dafür eine neue Trainerklasse einzuführen. Und deswegen haben die gesagt, okay, drück ein Auge zu. Du bist halt offiziell bist du dann halt Exorzist. So, Nidorino ist das letzte Pokémon, was hier in den Kampf geschickt wird. Und ich hätte wechseln sollen zum Mond, aber habe ich nicht gemacht, weil ich ein Idiot bin. Ja, dann müssen wir halt so durchkommen mit Aquaknarre. Auch wenn es nicht sehr effektiv sein wird. Mond hätte nämlich richtig cool... Oh, aber Volltreffer, sehr nice. Ja, dann ist Mond sowieso egal. Wir brauchen Mond nicht. Das ist eine Wurst. Die Mondwurst. Jeder kennt sie. Immer sehr gerne beliebt bei Partys und bei Kindern. Marika, keine Chance gehabt. Wo bin ich? Ja, hätte ich mal Knoblauch und Silber dabei gehabt, dann hätte ich dich jetzt vertreiben können oder so. Aber ich glaube, das ist sowieso nur ein Gerücht.
X-Treffer noch mehr zu verkaufen. Sehr schön. Und hier ist noch eine Dudette, die gegen uns fighten möchte. Und die haben ja auch sehr einfallsreiche Textzeilen immer. Also da hat jemand richtig seine kreative Ader ausleben lassen, als er die programmiert hat hier. Marianne mit Barschwa. Das habe ich aber auch auf der Bank liegen und ich mochte es nicht. Ich habe es Level 2 gelassen oder so. Der Name war Daimos. Wir können aber richtig gut Megasauger benutzen. Ach, der schläft. Der schläft. Da war ja was. Ja, aber ich habe keine Angst vor Barschwa, deswegen können wir das durchtanken. Wir müssen das Platscher durchtanken. Das ist eine Herausforderung. Oh, Tackler hat er auch. Also, jetzt wach mal auf. So langsam wird es kritisch. Als nächstes kommt der Hyperstrahl oder so. Oh, Volltreffer. Er steigert sich von Runde zu Runde, ja? Also bitte töte ihn jetzt. Ansonsten, wer weiß, was da jetzt passiert. Das könnte nämlich übel ausgehen, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, was kommt. Oh, nicht getötet. Oh mein Gott. Aber ich habe mich geheilt. Platscher. Okay, er ist wieder zurück in seine alte Spur verfallen. Und all die guten Sachen, die ich von ihm dachte, sind jetzt einfach dahin gefallen. Traurig. Ein Volltreffer. Ja, danke für diesen Volltreffer, den ich jetzt voll brauchte und nicht in der letzten Runde. Danke dafür. Immer verlässlich, Sinope, ne? So mögen wir das. So, Marianne, weg mit dir. Raus! Raus! Aus dem Pokémon-Turm, ja? Ich verbanne sie hier. So, und wer möchte hier noch kämpfen? Oh, Alter, heulst du oder willst du mir Angst einflößen? Können auch dein Geweine sein. Hannelore mit Nidorino. Also ich habe in letzter Zeit viele Nidorinos gesehen. Wahrscheinlich ist das Lieblings-Pokémon von den Leuten hier. Diesmal machen wir es allerdings mit Mond platt. Denn wir wissen schon aus Majora's Mask, so ein Mond, der ist ziemlich brutal und man hat Angst vor dem. Und jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, Majora's Mask. Unser Pokémon Mond hier hat eine ziemliche Ähnlichkeit zu dem Mond aus Majora's Mask. Aber das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Und ich finde es sehr lustig. Also, ich weiß nicht. Ich finde, es hat so eine eine Ähnlichkeit nicht wirklich, aber irgendwie sieht das genauso bedrohlich aus mit den Augen irgendwie. Naja, so, das war ja zum Glück keine große Herausforderung hier. Hannelore überhaupt keine Chancen gehabt. Irgendwas hat mich verlassen. Ja, der Mut zu kämpfen wahrscheinlich. So, gibt es hier noch jemanden, der auf die Fresse möchte oder... Nee, aber es gibt ein Item. Mit Sonderbong, Bong! Oh, lecker. Oh, hier müssen wir weiter nach unten, okay. Ich glaube, hier ist schon das geheime Pokémon, oder? Verschwindet, Eindringlinge! Aber hier würden wir nicht weitergekommen sein, wenn wir nicht das Slivskoe hätten. Das Slivskoe, so heißt es. Denn hier kommt nur ein Geist. Aber jetzt können wir ihn identifizieren. Und das ist tatsächlich ein Knogger. Die Mutter des Tragosso. Hier ist sie. Wir sehen sie live. Ich mache Gigasauger und werde dich hoffentlich mit einer Attacke töten. Obwohl, nee. Level 30 gegen 27. Sehe ich ein bisschen kritisch. Oh, das macht überhaupt keinen Schaden. Dann sollte ich am besten wechseln zu einem richtig schönen, tankigen Pokémon, welches auch einen Volltreffer aushalten könnte, weil er sich gerade aufgepumpt hat. Wie wäre es mit Nereid? Nereid ist richtig cool und auch beliebt bei euch, habe ich gehört. Ihr feiert Nereid richtig hart. Und das ist auch verständlich, denn Nereid ist echt cool. So richtig Loch Ness-Monster, oder? Ich glaube, daran ist das ein bisschen angelehnt. So richtig Nessie-Style. Es gibt auch Plessy aus Super Mario 3D World, auch sehr beliebt. Und es gibt auch das andere Viech, welches eigentlich genauso aussieht wie Lapras, auch aus dem Mario-Universum, und zwar in Super Mario 64, unten in dieser Höhlenwelt, in der Mine, oder wie die Welt da heißt, keine Ahnung, wo auch das Nebelding ist mit dem Stahl-Mario, wo man da durch muss, da gab es auch so ein Höhlenmonster und das sah auch so aus. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso, sagt doch einfach Knogger. Ihre Seele hat aber Frieden gefunden, sie ist in das Jenseits eingekehrt. Das Jenseits. Wäre schön, wenn man eine Kneipe hätte und die Jenseits nennen würde. Hä, was macht denn das Team Rocket hier? Schutz wirkt nicht mehr. Kommen hier überhaupt noch Gegner? Was macht das... Was willst du eigentlich? Das kann ich dich fragen. Warum bist du bitte hier? Das ist ja... Und wie seid ihr überhaupt vorbeigekommen? Habt ihr noch ein Slivskoe? Ich dachte, das wäre ein Einzelprodukt. Mit Morlord wird die gefightet. Aber da habe ich direkt die richtige Kandidatin an der Spitze, nämlich Sinope. Kann den ordentlich aussaugen. Oh, jetzt wird richtig rausgesaugt hier. Da wird gefuttert. Morlord hat nämlich gar keine Schnitte gegen so einen richtigen Megasauger. Weil ich glaube, Morlord ist sogar vierfach schwach dagegen. Mit Wasser, Boden oder so eine komische Typkombination, wie er hat. Hat er gar keine Chance. Aber er entwickelt sich aus Felino. Und Felino ist super niedlich. Ich mag Felino sehr gerne. Aber Morlord dagegen ist eine Wurst. Ich mag Morlord. Okay, Morlord ist auch so eine Sache, wo die Vorentwicklung geiler ist. Genauso wie bei Ladybar.
Ledibar und Ledian. So, und Forstelka, ich weiß nicht, was er für ein Typ ist. Ich glaube, er ist Gift, aber ich habe keinen Plan. Wir probieren einfach Psystrahl aus und schauen, was passiert. Bestimmt ist es total geil und richtig effektiv. Also ich frage mich, was Team Rocket hier macht. Wir haben die doch gerade eben erst in Prismania City ordentlich verprügelt, in deren Hauptquartier. Wahrscheinlich haben die hiervon noch keine Notiz genommen. Und das war leider nicht sehr effektiv, das gefällt mir nicht. Giovanni ist nämlich schon, der ist zurückgetreten quasi. Hat eingesehen, dass er keine Chance hat gegen uns. Nein, immer diesen Selbstzerstörungsattacken, immer. Oh nein. Jedes Mal, entweder Explosion, Finale, was auch immer. Oh, so eine verdammte Kacke, Mann. Das kann nicht wahr sein. Ist das deren Ernst? Ist das wirklich deren Ernst, ey? Oh. Toll, soviel zum Thema Mond. Banette kommt in den Kampf. Oh, das nervt mich jetzt schon wieder richtig hart, ey. Oh Gott. Ist Stahl auf Geist eigentlich effektiv? Weiß ich nicht. Probieren wir es aus. Ja, ging. Und jetzt tötet er sich selber, also vollkommen okay, bin ich mit einverstanden. Nicht einverstanden bin ich hier mit Finale. Ich wusste, dass Forstelka so eine Kacke kann. Und ich dachte eigentlich, dass Mond tanky genug wäre, um das auszuhalten. Aber dem war scheinbar nicht so. Toll. Ist ja wieder ein Platz frei geworden in unserem Team. Mal gucken, was wir da aufnehmen. Auf der Bank haben wir noch ein paar potenzielle Kandidaten rumliegen. Und auch auf der Route 12 können wir noch eins fangen, wo wir anscheinend das nächste Mal hingehen. Das werde ich dir niemals verzeihen. Ja, und jetzt verzieht der sich auch noch hier. Okay, keine Müdigkeit vortäuschen. Wir kämpfen noch gegen das weitere Team Rocket hier. Zum Beispiel ihn. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Ich habe noch nicht mal geantwortet. Sofort Kampf. Also du bist ja Larvitar. Oh, da bin ich mit Sinope wieder hier richtig. Larvitar, glaube ich, Gesteinboden oder so eine ganz komische, crazy Kombination. Deswegen sollte Megasauger eigentlich ziemlich ganz gut sein. Allerdings, Larvitar, wir wissen, wir müssen ihn ordentlich früh in die Schranken weisen, damit er sich ja nicht entwickelt zu irgendeiner Killermaschine wie Despotar. Das ist nämlich das Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt. Wenn, oh, ich stelle mir gerade vor, Despotar, der Finale und Explosion in seinem Moveset hat. Oh mein Gott, das ist der Albtraum eines jeden Pokémon-Trainers, glaube ich. So, und Gengar, oh, das passt ja sogar hier in den Pokémon-Turm. Ich bin begeistert. Begeistert bin ich davon. Nereid, komm. Du darfst auch mal wieder ein bisschen Action haben hier. Wusstet ihr, dass Gengar angeblich der Schatten von einem Pixie sein soll? Ich glaube, das ist tatsächlich so. Die Körperform ist nämlich ähnlich. Und Gengar und Pixie waren, glaube ich, einige der ersten überhaupt ausgedachten Pokémon. Ich sollte wechseln, alleine schon wegen dem Fluch, weil der mich ein bisschen ankotzt. Wie wär's mal mit Phobos? Der war lange nicht mehr hier auf der Bühne der Let's Play Show. Das kann er mal wieder hier ein bisschen Action machen. Und Konf... Oh nein, ey. Dieser Typ. Neulich gab es auch eine Folge im Pokémon-Anime XY, wo Gengar mit dabei war. Da waren sie gerade in diesem Gruselhaus. Das Gruselhaus, was man auch aus Pokémon XY lustigerweise aus den Spielen kennt. Hallo, bist du vollkommen dumm? Und da war halt auch ein Gengar und das hat die Leute halt beängstigt. Ach, das tötet ihn lustigerweise gar nicht. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, damit tötet er sich jetzt. Ja, dann muss ich ja doch nochmal wechseln. Was ist das denn? Oh, jetzt quält der mich hier noch zu Tode mit seinem scheiß Fluch, ey. Das ist ja uncool. Und ich bin auch noch verwirrt. Okay, Hydra, komm. Die Top 3 unseres Teams. Hydra, Nereid und Phobos. Das ist hier das The Dream Team, würde ich mal sagen. Die sind hier alle mit dabei gewesen in diesem Kampf. Ein Volltreffer. Ich frage mich, ob er, wenn er jetzt nochmal Fluch benutzt, ob er sich dann selber tötet. Das ist eine durchaus relevante Frage und ich weiß nicht, wie sie zu beantworten ist. So. Und Team Rocket Rüpel hat er gar keine Chance. Das ist schön. Bitte lass mich in Ruhe. Ich bin noch dein bester Freund dann. Team Rocket sind nur zum Geld verdienen gut. Ach nee, Pokémon sind nur zum Geld verdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten heraus. Ja, Pokémon durchaus kann man gut verkaufen. Wer ist das denn da hinten? Was ist das für ein alter Knacker? Sollte ich mich heilen? Ich glaube, wir können auch so noch überleben. Außer da kommt jetzt irgendjemand, der sich explodieren lassen kann. So ein Voltoball oder so. Du wirst niemanden retten. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier bin. Will ich überhaupt jemanden retten hier?
Vielleicht ist der alte Sack da hinten eine Geisel. Team Rocket rüber mit Nachtara. Auch ein hübsches Viech. Nachtara. Jeder mag Nachtara. Was machen wir gegen dich? Wie wäre es mit Sykorax? Richtig geil, Sherox mal wieder hier in den Kampf zu schicken. Oh, ich bin schon mal überlegen, welche Pokémon ich alles auf der Bank habe, um mein Team wieder ein bisschen aufzustocken, denn das ist ja schon ein bisschen uncool, dass hier Mond jetzt draufgegangen ist in dieser Folge. Also das ist schon ein bisschen blöd. Wir haben hier schon ziemlich viele Verluste zu beklagen in diesem Let's Play. Aber wir sind ja auch schon bei Part, weiß ich nicht, 41 oder so, keine Ahnung. Also es geht hier schnell voran, muss ich sagen. Jetzt nach meiner Aufnahmepause, unibedingt und so, habe ich mich jetzt wieder so langsam reingefummelt. So ein bisschen wieder regelmäßiger vielleicht Videos zu machen, und das ist doch ganz schön. Und jetzt geht das ja auch mal voran in diesem Projekt, ja. Endlich ist mal hier ein bisschen Fortschritt zu erkennen. Das ist im Gegensatz zu, weiß ich nicht, Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, hier ein richtig fortschrittliches Projekt, wo immer es weitergeht, immer nach vorne, einen Schritt weiter in Richtung Ziel, ja. Lepumentas. Wer ist das denn nochmal? Wer ist Lepumentas? Oh nein, ich weiß, wer es ist. Oh, ich erinnere mich gerade, verdammt. Nein, Lepumentas. Ja. Ach, ich glaube, er ist Gestein, ne? Kann ich ja nachgucken. Bodenpsycho. Okay, Boden, also Wasser. Oh, dass mit der jetzt auch noch so vorgehalten wird, ne? Mit Sand und Salz, aber hauptsächlich Sand. Schön die Wunde aufhalten und reinkippen, den ganzen Behälter. Oh, so ärgerlich. So ärgerlich! Komm, Aquaknarre, das ist nämlich sehr effektiv, habe ich mir sagen lassen. Ich dachte früher immer, Lepumentas wäre vom Typ Geist. Weil er meiner Meinung nach echt so aussieht. Aber ist er scheinbar gar nicht. Ich dachte, das wäre die entwickelte Form von hier, von Zwirrlicht und Zwirrklob. Aber scheinbar war ich da einer Lüge aufgesessen. Das war wohl eine Lüge. Ja, komisch. Naja, zumindest ist dein Lepumentas jetzt auch im Arsch. Haben wir was ähnlich, ne? Und Corazon. Ah, da kann ich drin bleiben. Kann ich drin bleiben? Ich habe eine Elektroattacke an Bord. Ja, und da wird ordentlich hier Korallen geschockt. Corallo Schoko. Schockwelle! Oh, es hat nicht mal gereicht. Ich bin enttäuscht. Blubstrahl. Ich wünschte, ich hätte auch Blubstrahl, weil die mag ich, die Attacke. Die kann nämlich die Initiative senken. Und das wäre voll toll. So, Schockwelle sollte jetzt aber ausreichen. Ich glaube nicht, dass du das überlebst. Die Chancen sind sehr gering, wenn nicht sogar gleich null. Ja, keine Chance gehabt. Und das letzte Pokémon, was du hast, ist hoffentlich nicht Voltoball oder so. Panikon. Was ist Panikon? Panikon. Das ist die Vorentwicklung von Sinope, glaube ich. Oder sein Parallel-Pokémon da, bla. Deswegen versuchen wir es mit Glut oder mit Fliegen ordentlich aus dem Fight hier rauszunehmen. Panikon ist so ein Kokon-Pokémon, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das Weiße oder das Graue ist. Das ist das Graue, glaube ich. Das andere hieß... weiß ich nicht, wie das andere hieß. Schalako? Schalako? War es das? Oder war das wer anders? Ich weiß es doch nicht. Benutzen wir Fliegen, um Stab und Sehr-Effektivität und Volltreffer zu bekommen. Das ist die Triple Deluxe-Combo. Mal sehen, ob das gelingt. Denn Härtner ist natürlich auch ein bisschen blöd. Oh, der hat nicht überlebt, trotz des Härtners. Ja, da hast du, ne, finde ich gut. So, aber wer jetzt der alte Sack ist, den wir da hinten erst befreit haben, vor dem Team Rocket, das werden wir dann allerdings erst das nächste Mal erfahren. Du wirst nicht ungestraft davonkommen. Ja, geh nach Hause und stelle fest, dass dein Team schon zerschlagen wurde. Aber egal. Das nächste Mal, wenn wir Pokémon zocken, reden wir hier mit diesem alten Knacker. Mal schauen, was er zu berichten hat, warum er hier ist. Und wie es dann weitergeht, erfahren wir auch das nächste Mal. Also zahlreiche Gründe einzuschalten. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann, Leute, und tschüssikowski!